Guten Morgen, gute Nacht, wann auch immer du dieses Video schaust. Content Update 7.3, das heißt, wir nähern uns endlich mal richtig nah bei Season 8. Und okay, hier ist erstmal Battle Royale, Flaschenraketen, interessiert uns nicht. Rettet die Welt ist das, was uns hier interessiert. Und es gibt den Helden, nice. Das ist der Sub-Zero, Gefrierpunkt Zenit, okay. Hier ist der deutsche Name. Ich hatte es leider bisher nur im Englischen gefunden auf der Webseite Stormshield One. Wenn man übrigens das eingibt, das zeige ich mal ganz kurz. Stormshield.one/patches, genau, /7.30. Das wollte ich euch sowieso mal zeigen. Dann sieht man immer, was hinzugefügt wurde im letzten Patch. Und dann ist hier immer in der Kategorie Battle Royale zum Beispiel. Und es war halt schon länger bekannt, seit 7.3, das rettet die Welt, diesen Sub-Zero Zenith als mythischen Helden bekommt. Genauso wie den Jabberwocky, die Spektralklinge. Und natürlich war halt auch schon das Banner bekannt für nächste Woche Frostnight, also für Donnerstag. Plus das Lunar-Lama, das Sonnenlama, was jetzt auch angekündigt wurde, also das Frühlingslama, sorry. Wollte nur mal sagen, es war halt schon länger bekannt. Immer wenn man hier den Patch eingibt, wenn jetzt zum Beispiel 7.4 kommt, muss man nur den Link ändern zu 7.40 und dann würde man, wenn die Seite schon existiert, auf den neuen Items landen. So arbeiten, by the way, auch die ganzen Leaker. Und jetzt sehen wir hier das Banner in Farbe. Auch nice. Also erstmal steht hier noch was. Töte die Hüllen aus der Ferne mit diesem neuen Helden. Ach bitte, sag mir, das ist mal eine neue Klasse. Klingt nach Scharfschütze oder sowas. Irgendwas, was präzise ist. Weniger Rückstoß, mehr Schussschaden. Es wird persönlich mit der Frostnight-Herausforderung Nahkampfangriffe und Fallen werden diese Woche eure Freunde sein. Ganz ehrlich, ich fand diese Nahkampf-Challenge und die Fallen-Challenge im Horde-Modus schon ganz cool. Und ich freue mich, dass jetzt Nahkampf und Fallen halt auch mal in Frostnight mehr Schaden verursachen werden. Gehe ich zumindest von aus, dass sie mehr Schaden machen, weil werden eure Freunde sein. Fallen sowieso mega einfach. Frostnight ist sowieso komplett nur Fallentunnel bauen und nicht Schusswaffen. Bin mal so gespannt. Was steht denn hier? Fallen sind stärker, jedoch prallen alle Fernangriffe von Feinden ab. Gut, das heißt, man schießt nur noch mit Gummigeschossen. Verwendet Fallen. So, dreimal überleben, um das Banner zu erhalten. Einmal 30 Minuten überleben, um eine Drachenwaffe eurer Wahl zu erhalten. Drachengebrüll, Drachenzahn, Drachenklaue, Drachenmacht. Keine Sorge, ihr wisst es, ich werde euch die Drachenwaffen sowieso vorstellen, sobald sie wieder verfügbar sind. Was halt auch witzig ist, ihr erinnert euch vielleicht daran, dass ich in meinem letzten Livestream, Zock zum Shop, 25 Winterlamas geöffnet habe. 25 Stück, weil die Lamas halt keinen Sinn mehr gemacht haben, beziehungsweise für mich, weil ich hatte eh schon alles. Ja, nice. Jetzt kann man die Wintertickets übrigens für die neuen Lamas benutzen. Wollte ich nur mal so sagen. Danke für den Arschtritt, Epic Games. Der tut gut. 500 Schneeflockentickets kosten die neuen Lamas. Die neuen Lamas wird es für 2 Wochen geben. Verfügbar vom 7. Februar bis zum Ende von Season 7. Das heißt 2 Wochen, 14 Tage lang bekommen wir die neuen Lamas. 14 Tage lang erhalten wir die Möglichkeiten, Drachenwaffen und Mond-Neujahr-Helden aus dem Frühjahrssturm-Event zu erhalten. Keine Sorge, ihr verpasst nicht gerade sonderlich viel. Das ist übrigens das Event da, bei dem ich angefangen hatte zu zocken damals. Um den 1. April rum. Jetzt kommt es halt ein bisschen früher. Genau. Mythische Variante des Teddy-Schützen ist der Gefrierpunkt Zenith. Ganz ehrlich, vom Skin her, ja, und vom Körper her hätte ich den Zenith ernsthaft auf einen Soldaten geschätzt. Und ich wäre mir echt sicher gewesen. Aber er ist erstmal ein Teddy-Schütze. Erstmal, wie gesagt, wird sich sowieso noch ändern. Wukong kommt zurück in den Event-Shop, Berserker. Sehr schön, das heißt, ich werde euch beides vorstellen können. Freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich sowieso, einen Berserker vorzustellen. Das habe ich schon so oft in den Kommentaren gelesen, dass ihr euch das gewünscht habt, dass ich mal einen Berserker vorstelle. Und by the way, Berserker, Mondneuer Helden in dem Mondlama. Berserker Headhunter, Renegade, Flash AC, Adlerauge Flash und noch weitere Helden. Genau, hier steht auch noch, die meisten Helden werden einmalig sein, sobald die neue Heldenauswahl veröffentlicht wird. Da bis zum Ende von Season 7 hier steht, 7. Februar und ich denke 21. ungefähr, 14 Tage später, ist vorbei mit dem Event, neue Season. Ich weiß jetzt nicht gerade auswendig, ob es richtig ist. Es steht ja auf jeden Fall im Battle Pass, wann die Season zu Ende ist. Deshalb gehe ich mal davon aus, das neue Heldensystem wird wirklich erst kommen, wenn Season 8 droppt. Dass die Season 8 quasi die neue Ära für Rettet die Welt ist. Genau, und hier ist nochmal aufgelistet, was für Drachenwaffen alles zurückgekommen sind. Das könnt ihr allerdings auch schon im Sammelalbum nachschauen. Da sind die Drachenwaffen bereits aufgelistet. Ich freue mich auf jeden Fall, euch die ein oder andere Neuerung vorzustellen und hoffe, wir können auf jeden Fall den neuen Eventshop für die letzten 2 Wochen genießen. In diesem Sinne, bye bye.